Und auch im Kabarett Simpel stellt man sich auf die stillste Zeit im Jahr ein. Heinz Maritschek liest weihnachtliche und natürlich humorvolle Geschichten über bekannte Persönlichkeiten. Und eine kleine Kostprobe gibt's gleich bei uns. Alle Jahre wieder kehrt auch das Musical Evita nach Wien zurück. 2016 ist es soweit, und zwar in der deutschen Fassung. Und mit dabei natürlich sehr bekannte Musical-Gesichter. Und obwohl die Hauptdarsteller es eigentlich gewohnt sein müssten, im Rampenlicht zu stehen, war das Fotoshooting für alle ein sehr ungewohntes Terrain. Warum? Das sehen Sie jetzt. Don't cry for me, Argentina. Nein, nicht in Argentinien, sondern in einem Fotostudio im ersten Wiener Bezirk wurden ganz geheim Fotos für das Musical Evita geschossen. Es ist immer was Spannendes für so eine neue, diesmal auch eine sehr, sehr große Produktion, so ein Fotoshooting zu machen und mit den tollen Kollegen. Ich finde es sehr aufregend. Es ist nicht Business as usual. Ich bin doch immer sehr, gehe immer sehr neu an die Dinge heran. Ganz anders als ein Bühnenauftritt. Es hat sehr viel mit Warten zu tun, was aber auch manchmal sehr unterhaltsam sein kann. Ich bin gerade geschminkt worden, ganz großartig geschminkt worden. Das war auch ein ganz anderes Erlebnis als im Theater. Es gab sogar so eine Art, es wurde quasi etwas hineinmassiert in mein Gesicht. Ich habe gesagt, bitte hör nicht mehr auf. Kann ich das bitte jetzt jeden Tag haben? Zum ersten Mal standen die drei Hauptdarsteller in Maske und Kostüm vor einer Kamera. An dem einen oder anderen Outfit muss noch Nadel und Zwirn angelegt werden. Und doch helfen die Verkleidungen jetzt schon. Wenn ich in den Spiegel schaue, fast schon selber Respekt davor, vor so einer Frisur. Weil es eben ja, eine gewisse Strenge symbolisiert und Haltung. Kostüm ist schon wichtig, schon sehr, sehr wichtig. Vor allem ist es wichtig zu sehen, wie man sich bewegen darf, bewegen kann. Ich habe es immer lieber, Klamotten anzuhaben als Kostüm. Ich habe genügend Rollen gespielt, wo Kostüm angesagt wurde, also Krolok oder Quasimodo. Und es kann in gewissen Rahmen so ein bisschen wie ein Korsett sein. Mit so einer Uniform wie jetzt, habe ich ja zum ersten Mal jetzt an, kriegt man schon so ein bisschen das militärische Gefühl, ne? Und das hilft ja auch bei der Haltung, die man für diese Rolle braucht. Fotografiert wurden unterschiedlichste Sujets, Gruppenfotos, Einzelfotos. Evita kommt im März nach 35 Jahren zurück nach Wien. Man will damit das Publikum ins Wiener Ronacher locken. Ich verbinde prinzipiell die Geschichte der richtigen Evita Perón mit der Musik, mit dem Film, mit dem Lebensgefühl in Argentinien. Und überhaupt mit der spannenden Geschichte der Evita selber. Bei den Fotos kommt es nicht nur auf den richtigen Ausdruck an. Man will auch geschichtlich treu bleiben. Ich mag dieses Styling und man fühlt sich gleich schon fast wie in der Rolle bei diesem Shooting. Da geht es ja auch um eine Situation, um die Balkonszene und um dem Volk was mitzuteilen. Und das ist natürlich toll. Der Körpergröße der realen Evita, sie war nur 1,65 Meter groß, wurde Rechnung getragen. Auch die Hauptdarstellerin braucht Hilfe, um auf den Fotos Größe zu zeigen. Das ist für den Moment, ist das okay. Ist natürlich nicht so wahnsinnig stabil, aber es geht ja da um ein schönes Foto. Und wie sehr man leidet, das muss man nicht sehen. Und auch alle anderen bekamen Unterstützung in Form von Kommandos durch die Fotografin. Spannend, spannend. Es kam immer wieder Drew. Nee, Kinn nach oben diesmal. Also es ging gegen meinen Instinkt. Es ist wahnsinnig spannend. Nee, ich stehe im Hintergrund und versuche so, sarkastisch und zynisch wie möglich auszusehen. Das kann ich ziemlich gut, glaube ich. Ich brauche die Stimmung. Und die Stimmung muss ich generieren mit den drei Hauptdarstellern gemeinsam. Und da ist man immer mit großem Respekt dabei, ob einem das so gelingt, wie man sich's am Vorabend vornimmt. Ja, sie gibt uns schon ein bisschen was, aber ich glaube, es geht wirklich darum, dass man einfach eine innere Haltung hat, entwickelt, die dann hoffentlich nach außen strahlt auf dem Foto. Das heißt also, ich versuche wirklich, mich jetzt, während ich da stehe, versuche ich mich einfach
zu erinnern an die Fotos, an die filmischen Dinge, die ich von Perón gesehen habe. Ob's geholfen hat, zeigt sich ab Jänner. Dann hängen die Plakate. Geht doch, ne? Super ist der, super. Halte ich da raus.